Leute, heute gibt's Punk oder Pop oder Rap? Naja, es geht um ihn hier. Kein Problem, ich bin on top, ja, ja. Kein Problem, die Bitch geht top, ja. Mit der neuen Single Sehnsucht parkt T-Lo gerade in den YouTube-Trends. Du sagst, es geht schon, aber Baby, tu mir leid, wollt dir nicht wehtun. Mach kein Wasser zu Wein, ich bin nicht Jesus. Wer der Typ mit dem Gesichtstattoo ist, woher er kommt und ob er der nächste Deutschrap-Star sein wird, der auch langfristig in den Charts funktioniert, das seht ihr jetzt mit Interview. Ich sitze hier nicht verkrampft und denke, ich muss irgendeine Message an die Kids bringen oder so. Ich sage einfach, was in meinem Kopf ist. T-Lo hat ursprünglich aus Scheiß angefangen zu rappen, seine Tracks übers Internet verteilt und mit ordentlich, aus Versehen, einen viralen Hit gelandet. Und sagen wir es, wie es ist, halb TikTok Deutschland hat dazu getanzt. Wenn sie ordentlich ist, warum raucht die Kippen dann auf Kette? Wenn sie ordentlich ist, warum geht die Bitch mit auf Toilette? Wenn sie ordentlich ist, wieso schickt sie dann versaute Texte? Wenn sie ordentlich ist, warum slidet sie unter die Decke? Wow. Ja, ja, ich weiß, du hast natürlich nicht zu seiner Musik getanzt. Es waren immer die anderen. Immerhin wurde sein Song um die 40 Millionen Mal bei Spotify geklickt. Nach seinem TikTok-Erfolg hat T-Lo zusammen mit dem Produzenten Mix und McCloud jetzt den Song Sehnsucht veröffentlicht und ist damit auf Platz 1 in den YouTube-Trends und den deutschen Singlecharts gelandet. Aber nochmal von vorn. T-Lo heißt eigentlich Tilo, ist 20 Jahre alt und aufgewachsen in Itzehoe, Schleswig-Holstein. Aufwachsen war wild, also war geil, ist halt so Kleinstadt, man kennt sich. Ich habe alle meine Freunde da kennengelernt, das ist schön so. Meine Familie wohnt da, aber ab so einem Zeitpunkt, wo man dann bekannt ist, ist es in so einer Kleinstadt mit 30.000 Einwohnern nicht mehr so geil. Vor allem, wenn Leute, die dir das nicht gönnen, wissen, wo du wohnst und so, dann wollen die Leute schaden etc. Deswegen ist so Kleinstadtpsychose nicht so geil und ich bin sehr froh, da weg zu sein. Aber aufzuwachsen war mega lit. Früher waren wir alle Kinder, zeigte meinen ersten Song genau den gleichen Wichsern. Die tausche ich niemals ein und sicher nicht für ein paar Klicks. Ich mach meine Gang stolz, ja. Ich will auf Tour mit den Slimes, die mich kannten zu einer Zeit, wo mich niemand kannte, damn boy. Mit 16 hat T-Lo angefangen zu rappen, erstmal auf TeamSpeak, eine Software, die manche von euch noch vom Zocken kennen. Ich habe das also zwei mit einem Kollegen gemacht, so, also der hat das bei sich zu Hause gemacht und ich bei mir halt. Und wir waren zusammen auf dem TeamSpeak und der hat halt so mäßig in erfundener Sprache einfach rumgefreestylt, hat also keinen Sinn gemacht für ihn so. Und ich habe aber halt so auf Deutsch gefreestylt, natürlich damals noch nicht so top oder so, aber es war schon irgendwie, hat Spaß gemacht und so. Und ja, keine Ahnung, am nächsten Tag bin ich einfach wieder am PC und dann war da ja noch frisch auf dem Desktop quasi gerade dieses Outer City Programm und so. Und habe ich einfach weitergemacht, ne, direkt so morgens und hat mir übertrieben Spaß gemacht. Ich habe gemerkt, so, es hört sich ja teilweise ganz nice an und so, auch wenn natürlich noch nichts geeditet, also nichts gemixt war und so ein Shit, natürlich gar nicht so. Das hat sich eigentlich überhaupt nicht nice angehört, aber so in meinen 16 Jahre alten Ohren war das ganz lit. 2019 erscheint die erste EP von T-Lo, Tyskie, mit insgesamt 5 Songs, einer von ihnen Polen. Was direkt auffällt, T-Lo hat eine markante Stimme, düstere Beats und Texte, die teilweise ganz schön abgefuckt sind. Tyskie in meinem Mund, ich werd zum Polen, yeah. Pegel steigt, gib mir mehr vom Alkohol, yeah. Bitte wein nicht, wenn der Tod kommt um mich holt, yeah, yeah. Ich geb Tiski in meinen Mund und werd zum Polen, yeah. Seitdem veröffentlicht T-Lo einen Song, eine EP, ein Mixtape nach dem anderen auf YouTube und Spotify. Inhaltlich bewegt er sich immer wieder zwischen emotionaleren Songs wie Geh allein und Party-Songs wie Crashen. Ich geh allein durch die Scheiße, du gehst allein durch die Scheiße. Und sehen wir uns das nächste Mal, dann ist es nicht mehr das gleiche. Ich bleib alleine, damit sich hier keiner streitet. Sollte ich crashen, dann crash ich nicht allein. Baby, reicht mir die Sprite, ich bin mit Jungs still I die, ja. Und jetzt eben 2022 der Song Sehnsucht. Seine erste Nummer 1 in den Charts. Und ich weiß, du kommst nicht klar, wenn ich gehen muss. Doch hab mit dir so viel vor, war noch nie so verloren. Wir sind so in love, dass es wehtun. Klingt dumm, aber wir haben damit gerechnet. Also schon im Studio wurde halt so rumgeschrien, ah, der geht auf die 1, ganz safe. Das ist Nummer 1 Single und so. Aber das ist natürlich eine Sache, das im Studio zu sagen, das dann wirklich passiert so. Aber schon als der gedroppt ist, so in den ersten 24 Stunden, hatte der ja schon, weiß ich nicht, wie viele Streams, da war das schon so eigentlich klar. Aber reicht es schon, um sich dauerhaft im Mainstream zu behaupten? Sagen wir mal so. Es sprechen auf jeden Fall einige Punkte dafür, dass T-Lo der richtige Künstler zur richtigen Zeit ist und ihn sein Sound dauerhaft zu kommerziellem Erfolg führen könnte. Ich kann vom Season drehen zum Luxusleben in weniger als 2 Jahren. Früher noch Gibbets kleben mit Krümelresten, heute unten lang bis zum Mars. Ich kann mir nicht mehr denken, was anderes zu tun, denn ich tu nur das, was ich mag.
Generell entdeckt Rap gerade das 90s-Pop-Punk-Gitarren-Ding wieder. Deutschland ist also ready für den Sound. Intros, die an Blink 182 erinnern oder der Anfang eines 2008er Emo-Songs sein könnten. Tilo selber ist jedenfalls großer Fan dieser Sorte Rock und Punk. Ja, safe, eh. Also wahrscheinlich sogar mehr als Rap. So, safe. Würde man nicht so Rapper sein müssen, type shit, dann würde ich bestimmt eher, also auf jeden Fall in so eine rockige Punk-Rock-Richtung gehen, was Musik machen angeht. Den Film, den Tilo insgesamt ästhetisch fährt, haben in den vergangenen Jahren Künstler wie Ed Ozaya und Sierra Kid hierzulande bekannt gemacht. Flechte meine Haare, tätowier mir meine Arme, ja, ne, lebe wie ich will und lebe gut. Tilos Look ist also gelernt und prägnant genug, um in Erinnerung zu bleiben. Jedes Genre oder jeder Sound braucht eben seine Posterboys und Girls und es ist absolut nicht negativ gemeint, sondern einfach nur eine Feststellung. Klar gibt's auch in Deutschland schon Rapper mit Facetats, die diesen typischen Lil Peep oder Lil Xan-Style haben. Und klar kann man die nicht alle über einen Kamm scheren, aber im deutschen Mainstream zieht es doch eigentlich keiner so konsequent durch wie Tilo. Er selber findet die Vergleiche mit den amerikanischen Vorbildern übrigens nicht so geil. Die kennen halt irgendwie nur Pieps, der einzige Mensch, den sie kennen, der ein Gesichtstattoo hat. Und wenn du dann auch im Gesicht tätowiert bist, dann bist du der Piep. So, du kannst das nicht aus Eigeninteresse machen, du machst das auf jeden Fall, weil du jemandem nachmachen willst. Aber lass die Leute reden. So, ich weiß, dass ich Tattoos nicht trage, Digga, weil ich irgendeinem Menschen nacheifere oder so. Also fuck it, was die Leute schreiben. So. Und mit Lil Xan so macht gar keinen Sinn. Also ich weiß, weil der Typ trägt Mütze, der hat ungefähr die gleiche langen Haare wie ich. Und der hat auch ein Facetat hier an der Stelle, aber also Musik gar nicht und ich persönlich auch nie ein Fan von Lil Xan gewesen, gar nicht. Also das ist so wirklich, dann sag lieber eher von Peep, Alter, weil Xan macht gar keinen Sinn, Bro. Den Typ habe ich nie verfolgt, nie. Ich kann verstehen, dass ihn der Vergleich mit Lil Peep nervt. Auf der anderen Seite gibt's halt aber einfach ästhetische Parallelen. Muss nicht so tun, als wär ich high, denn ich bin wirklich high. Triazol, ich geb was rein, pinke Dirty Sprite. All die Rapper sind nicht gerade, nennen sie Curly Fries. Nicht nur Sound und Aussehen sind entscheidend für seinen Erfolg. Auch mit seinen Texten und seinem Image als selbstzerstörerischer Künstler mit Weltschmerz trifft Tilo den Zeitgeist. Und sehen wir uns das nächste Mal, dann ist es nicht mehr das Gleiche. Ich bleib alleine, damit sich hier keiner streitet. Yo, ich weine. Das ist so sick. No Future auf der einen Seite, Party in Excess auf der anderen Seite haben schon immer viele Leute fasziniert. Diese Ich-geb-keinen-Fick-Rockstar-Einstellung führt bei Tilo aber auch zu provokanten und teilweise echt problematischen Texten. Ich tu sie ficken, dann kippe danach. Will sie nicht ficken, gib's Fille ins Glas. Baby, wir sind rich, also ab ins Apart. Ich mach meine Moves und ich mache sie smart. Eine Frau mal eben eine Pille ins Glas schmeißen, selbst wenn sich das in diese ganze abgefuckte Rockstar-Erzählung einfügen soll, ist nicht nur total daneben, sondern auch voll gefährlich. In meinen Augen gibt es leider oft den Moment in Tilos Texten, wo er weit über die Grenzen des guten Geschmacks hinausschlittert und echt schwierige Lines droppt. Tilo selbst scheint sich da aber nicht so den Kopf drum zu machen. Nee, gar ehrlich nicht so. Ich bin mit dem Shit, den ich gemacht habe, jetzt mach die Scheiße ja jetzt auch nicht seit gestern so. Ich mach das jetzt 4 verfickte Jahre, fast 5 so. Und ich habe das immer so gemacht und ich werde das auch weiter so fahren. Ist mir egal so. Ich bin nicht dafür zuständig, was irgendwelche Kids machen. So, dafür gibt's Eltern und so, keine Ahnung. Ich mach, was ich will. Kann man so sehen, sehe ich anders. Ich bin gespannt, wie er das selbst in ein paar Jahren sieht. Und trotzdem, Tilo bringt vieles mit, was ein Künstler braucht, um dauerhaft erfolgreich zu sein. Er ist talentiert, hat den richtigen Look und hat jetzt mit Mixo und McCloud zwei der erfolgreichsten deutschen Produzenten um sich. Die beiden Jungs super sympathisch, da wird jetzt auch safe mehr passieren. So, war sehr geil, mit denen zusammenzuarbeiten und auf jeden Fall auch anders. Also ich habe noch nie so an Musik gearbeitet wie da. Das war schon sehr verrückt. Auch, dass ich einfach so, da steht kein Beat und ich singe diese Hook von einem Song, der bald rauskommt, dieses Buddha We Made It, die singe ich einfach so ins Mikrofon rein. Da ist kein Beat. Die haben nur meine Stimme dann und bauen da unter so dieses
monströse Dinge an Beat, das ist komplett verrückt. Also die Jungs sind ganz, ganz crazy. Bruder, we made it, yeah. Ich hör den Neid, wenn ein Bastard hatet. Die Jungs gehen rein, wenn ein Bastard redet. Colin Pines, dieser Tilo Schwäbisch. Bruder, we made it, yeah. Sie ist von 10 Bildern in der Playlist. Aber was meint ihr? Ist Tilo nur so eine Art One-Hit-Wonder? Ist er der nächste deutsche Popstar? Oder könnt ihr ihn vielleicht einfach nicht feiern? Schreibt's mir in die Kommentare. Wenn ihr mit Tilos Sound was anfangen könnt, dann schaut euch doch mal mein Video über Edo Zaya an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Bis nächste Woche.